Geliebter Bruder. Am 4. Juli 2003 war ich in Sulaimaniyah im Nordirak zusammen mit 10 meiner Soldaten. Mein Auftrag war, die Gegend zu sichern. Auf einmal kamen amerikanische Truppen, mit denen wir zusammen Tee getrunken und gekämpft hatten, auf unseren Stützpunkt zu. Sie wollten uns angreifen. Sir, wir haben gerade den Befehl erhalten, uns auf keinen Fall zu wehren. Geben Sie ihn mir. Sir, ich bin am Apparat. Wir sind 11 Leute. Wir können vom Dach aus schießen. Wir haben genug Munition, um über die Hälfte der Amerikaner zu erledigen. Sir, Sie haben nicht vor, mit uns Tee zu trinken. Sie richten die Waffen auf uns. Sie wollen uns umbringen. Es geht nicht um uns. Wir sind nicht wichtig. Es geht um die türkische Nation. Ich erwarte einen Befehl. Meine Soldaten und ich sind bereit zu sterben. Kommandant, ich erwarte sofort Ihren Befehl. Sie müssen uns sagen, was wir machen sollen. Nehmt die Waffen runter. Aber, Sir. Das ist ein Befehl. Nehmt jetzt die Waffen runter. Habt ihr gehört? Suchen Sie, wonach Sie wollen, und dann verschwinden Sie von hier. Das ist unser Aufenthaltsraum. Was wollen Sie hier? Was soll das? Ja, Sir? Major, Ihre Leute können anfangen, den Laden zu durchsuchen. Verstanden? Sie haben keine Genehmigung, das Gebäude zu durchsuchen. Wir werden es nicht zulassen. Außer Sie zwingen uns dazu. Machen Sie keinen Fehler, sonst müssen wir Sie töten. Sie kommen jetzt alle mit in unser Hauptquartier und werden dort Fragen beantworten. Sie meinen verhören? Was wollen Sie wissen? Das werden wir herausfinden. Deshalb spricht man von Befragung. Aber jetzt, wo Sie hier sind, vielleicht können Sie uns sagen, wo sich Ihre Marinestützpunkte befinden. Wir sind Soldaten. Wir sind weder Häftlinge noch Gefangene. Ihre Männer tragen keine Uniform und das ist für uns ein kleines Problem, da wir nicht riechen können, ob Ihre Leute Terroristen oder Soldaten sind. Und genau deshalb werden wir Sie alle verhören. Sie tragen auch keine Uniform. Sie haben keinen Rang. Sie haben keinerlei Rechte. Sie sind kein Soldat. Ich war Soldat. Festnehmen! Dazu haben Sie kein Recht. Bitte demütigen Sie uns Soldaten nicht. Major, diese Männer, diese Soldaten haben ihren Stolz. Ich möchte, dass niemand ihre Gesichter sieht. Ja, Sir.
Ein türkischer Stützpunkt wurde überfallen. Von wem? Von den Amerikanern. Schneller! Beeilung! Kommt schon! Beeilung! Geliebter Bruder, an jedem Tag, den wir im Irak verbrachten, fragten wir uns, was haben wir hier eigentlich zu suchen? Dann bemerkten wir, dass jeder, der Macht über dieses Gebiet hatte, die Menschen dieses Landes unterdrückte. An diesem besonderen Tag konnten wir nicht beweisen, dass wir würdige Nachfahren unserer Stammesväter sind. Wir konnten nicht für die Gerechtigkeit sterben, nicht für unseren Kampf gegen die Tyrannei und auch nicht für unsere Ehre. Das ist es, was mich seit diesem Tag nicht mehr losgelassen hat. Polat, kämpfe für unsere Ehre. Dein dich liebender Bruder, Süleyman. Lang lebe unser Land. Wo sind wir, Abdullah? Wir sind gleich dort. Ich sehe noch keinen roten Teppich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie uns einen roten Teppich ausrollen werden. Sie wissen nicht, dass wir kommen. So. Wenn dir ein Bart wächst, bist du ein Mann. Du fühlst dich nicht mehr als kleiner Junge. Der Rasierpinsel ist wie eine Frau. Auch der härteste Bart wird irgendwann weich. Also das Geheimnis ist, den Bart weich zu kriegen. gut einseifen, sehr schön. Ali, komm ruhig her. Was tust du hier? Papa! Wo ist deine Mutter? Geh nach Hause! Oh, da vorne ist ein Kontrollpunkt. Sind das Soldaten oder Polizisten? Die Soldaten sind im Gebirge. Die Polizisten in der Stadt, es ist egal, von wem du kontrolliert wirst. Du bleibst in dir gefangen, bis es dir gelingt, frei zu sein. Papa. Leila, meine Tochter, nimm den Ring nicht ab, bevor du dich nicht frei fühlst. Die Pässe. Ja. Ihre auch. Die Pässe und die Wagenpapiere sind in Ordnung. Sind Sie Kurde?
Bin ich. Steigen Sie aus, wir wollen uns den Wagen ansehen. Er möchte, dass wir aussteigen. Sie wollen sich den Wagen ansehen. Gut, steigen wir aus. Stellen Sie sich rüber zum Wagen. Ihr durchsucht die Kiste. Ich will nicht, dass ihr was überseht. Und jetzt macht schon! Warum machen Sie uns Ärger? Unsere Papiere sind in Ordnung. Lass nur, Sie machen nur Ihre Arbeit, Abdullain. Wie heißen Sie? Das können Sie in meinem Pass lesen. Ich habe Sie gefragt. Polat Alemdar. Was tun Sie hier in Erbil? Ich bin geschäftlich hier. Welche Geschäfte? Das geht Sie nichts an. Sie würden es nicht verstehen. Auch wenn ich es Ihnen erkläre. Auf die Knie runter, sofort! Auf die Knie runter! Runter, aber schnell! Verdammt, das mache ich nicht! Spiel nicht den Helden und geh runter! Hey, hören Sie schlecht! Ich werde vor Ihnen nicht auf die Knie gehen. Ich mache mir meinen Anzug nicht schmutzig. Verstehen Sie mich nicht? Psst. Hauen wir ab. Von jetzt an gehört er dir. Das ist lieb von dir. Er gehört seit Generationen uns. Er ist sehr wertvoll. Angefangen hat es der ehrenwerte Salahaddin Eyyubi. Seitdem haben meine Urahnen diesen Dolch immer ihren Frauen übergeben. Er ist von unserer Familie und soll dir helfen, deine Ehre zu verteidigen. Ich bin dir dankbar und werde ihn bei mir tragen. Du bist meine Prinzessin, Layla. Und er ist über 1000 Jahre alt. Seit wann machen Männer ihren Frauen so wertvolle Geschenke vor der Hochzeit? Seid nicht neidisch. Auch ihr werdet noch den richtigen Mann finden. Dieser Dolch ist wirklich sehr wertvoll. Hast du vielleicht noch ein Geschenk? Selam alaikum. Selam alaikum. Wie geht es dem Bräutigam? Es ist mir eine große Ehre. Seid herzlich willkommen. Entschuldigen Sie, aber ich sagte Ihnen doch, mein Sohn ist auch Ihr Sohn. Sie nennen ihn immer noch Bräutigam. Heute bin ich wegen meiner Tochter hier. Ihr Sohn ist auch mein Sohn. Aber Layla bleibt meine geliebte Tochter. Allah ist mein Zeuge. Bis jetzt hat noch niemand geschossen, Dante. Das wird noch passieren. Warte nur. Ja,
Entschuldigung, wir haben einen Bericht vom Grand Harleton erhalten. Ihr Auto haben Sie vor dem Hotel geparkt. Fahren wir. Was sagst du? Es geht los! Beeilt euch! Verzeihung, Sir. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, aber diese Herren hier würden Sie gerne sprechen. Um was geht es? Sie werden uns jetzt begleiten. Wohin begleiten? Stellen Sie keine Fragen und machen Sie keinen Ärger. Zu welchem Stützpunkt sollen wir Sie denn begleiten? Stützpunkt Kurdistan. Tut mir leid, das sagt mir nichts. Ich würde Sie bitten, uns in Ruhe zu lassen. Das Gebäude ist umstellt. Sie werden jetzt mitkommen. Bitte lassen Sie den Hotelmanager kommen. Sofort. Wenn nicht, werden weder wir noch Sie dieses Gebäude verlassen. Was ist denn passiert? Wer ist verantwortlich für diese Versammlung hier? Es ist eine Hochzeit. Verzeihen Sie, dass ich Sie bemühen musste, Mr. Fender. Bitte nehmen Sie Platz. Hören Sie, Mr. Alemdar. Ich weiß nicht genau, um was es geht. Aber ich versichere Ihnen, mein Hotel ist nicht der geeignete Ort für Auseinandersetzungen. Unglücklicherweise ist das genau der richtige Ort. Wenn Sie sich jetzt bitte setzen und diese Männer wegschicken würden. Ihre Gäste fühlen sich schon gestört. Tja. Nein, nein, nicht dort. Hier, bitte. Darf ich Ihnen eine technische Frage stellen? Auf wie vielen Pfeilern, Mr. Fender, glauben Sie, steht Ihr Hotel? Wie bitte? Ich werde es Ihnen erklären. Ihr Hotel steht auf 6 tragenden Grundpfeilern. Wenn ich den ersten in die Luft fliegen lasse, wird es nur leicht zittern. Wenn ich den zweiten in die Luft fliegen lasse, gibt es eine große Erschütterung. Und wenn ich den dritten und vierten zerstöre, wird das Gebäude in sich zusammenfallen. Aber an den restlichen 2 Hauptträgern haben wir keine Sprengsätze angebracht, aus humanitären Gründen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Zuallererst will ich, dass niemand verletzt wird. Bitte lassen Sie das Hotel evakuieren. Bitte diskret. Alle hier Anwesenden werden mit uns mitkommen. Ich bin der Ausrichter dieser Hochzeit. Sam Marshall ist mein Freund. Sie werden hier keinen Terroristen finden. Wenn es nötig ist, jemanden zu ihm zu bringen, dann bringe ich ihn mit meinen eigenen Händen. Nach der Hochzeit. Wir werden jetzt hier alle Personen checken, und zwar sofort. Lasst sie alle in einer Reihe aufstellen. Jeder, der sich nicht ausweisen kann, wird mitgenommen, okay? Den Ausweis. Den Ausweis. Okay. Wir möchten von jedem Einzelnen den Ausweis sehen. Zeig mir den Ausweis. Von jedem den Ausweis. Ja, so ist gut. Den Ausweis will ich sehen. Okay. Den Ausweis.
schön in einer Reihe aufstellen. Sonst kommt jeder dran. Ausweis. Jeder zeigt mir seinen Ausweis. Ausweis will ich sehen. Ich würde sagen, Sie verstehen einen nicht. Das ist die Ausweis. Den Ausweis. So, ihr kommt mit, macht keinen Unfug. Alle raus zum Wagen, verstanden? Raus zum Wagen. Hau ab! Steh auf! Krieg den Scheißkerl nach draußen! Fahren Sie! Los! Beweg dich! Unten geht's bleiben! Ein bisschen schneller! Unten bleiben! Los, raus mit dir zu den anderen! Wir müssen herausfinden, warum das Hotel evakuiert wird. Das Hotel ist evakuiert. Können wir jetzt die Sache irgendwie beenden? Wollen Sie einen Kompromiss? Oder versuchen Sie, mit mir zu verhandeln? Welche Forderungen stellen Sie? Sam William Marshall. Ich möchte ihn hier haben. Mr. Marshall hat nichts mit unserem Hotel zu tun. Er steht doch auf Ihrer Gehaltsliste. Ist der Boss der amerikanischen Soldaten nicht der amerikanische Kapitalismus? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Anrufen. Bitte. Hallo? Hallo? Wer ist da? Sam? Ja, ich bin dran. Was gibt's, Fender? Sam, es handelt sich um einen Notfall. Sie müssen ins Hotel kommen. Ich kann nicht. Ich muss zu einer Veranstaltung. Wir haben ein Problem. Ein sehr ernstes. Hallo, Sam. Wer ist da? Ich bin derjenige, der das Grand Harrelton in die Luft fliegen lässt. Wenn Sie uns nicht sofort mit Ihrer Anwesenheit erfreuen. Könnte ich die Dessertkarte bitte haben? Ich hörte, Ihre amerikanischen Apple Pies sind vorzüglich. Wir würden sie gern probieren. Ich hätte lieber einen Künefer. Die Apple Pies, von denen du gesprochen hast, kriegt man auch bei McDonald's. Kontaktieren Sie die Sprengstoffexperten und sagen Sie ihnen, dass das Hotel vermietet ist. Sie sollen die verfluchten Sprengsätze entschärfen. Major, und informieren Sie meinen Freund, den Kurdenführer, darüber, dass ich heute Abend nicht zur Veranstaltung kommen kann. Moment, warten Sie noch.
Sie haben gute Arbeit geleistet, Lieutenant. Wir werden noch Stunden unterwegs sein. Wir werden alle im LKW ersticken. Sie haben recht. Wir halten an. Sie sollen anhalten! Sie wahnsinnig? Ich wollte nur, dass Sie da drin genug Luft kriegen. Jetzt kann keiner mehr von denen ersticken. Auch wenn Sie Terroristen sind, haben wir uns wie Soldaten zu verhalten. Auch Sie! Ich sag Ihnen mal was. Sie Riesenarschloch werden nie wieder so mit mir sprechen. Haben Sie das verstanden? Ich melde den Vorfall. Sie sind doch verrückt. Mir ist es scheißegal, ob Sie mich anzeigen oder nicht. Ich kann so Wichser wie Sie nicht ertragen. Ich nehme Sie fest. Sie stehen ab sofort unter Arrest. Liebe Gäste, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Mr. Marshall wegen unerwarteter Verpflichtungen nicht an unserer schönen Veranstaltung teilnehmen kann. Der hier wird noch eine Zeit lang Schmerzen haben, also geben Sie ihm genügend Morphium. Verstanden? Okay, gut. Welcher Bastard hat das getan? Es war ein Unfall, Doc. Hör auf, mich zu belügen und sag mir die Wahrheit.
Wie oft habe ich dir schon erklärt, dass wir es hier mit Menschen und nicht mit Tieren zu tun haben? Ich habe aber mehr Respekt vor den Tieren, Sir. Na ja? Wie soll ich meinen Patienten die Organe entnehmen, wenn du sie vorher tötest? Wenn du das nochmal machst, werde ich dich umbringen. Ich werde dich töten. Ja, ja. Mein Gott. Oh mein Gott. Kümmert euch um die Verletzten, schnell. Beeilt euch. Haben Sie noch ein bisschen Geduld, bitte. Er wird gleich kommen. Mir geht's gut, aber was Sie hier tun, ist falsch. Abdullah, bist du auch Mr. Fenders Meinung, dass wir etwas Falsches tun? Und wer sind Sie? Mein Name ist Polat Alemdar. Türke? Ich bin Türke. Und was bezwecken Sie mit Ihrem Auftritt? Mr. Fender, wir haben Ihnen genug Umstände bereitet. Sie können jetzt das Hotel verlassen. Ich danke Ihnen. Ist Ihnen klar, dass Sie eine Menge Ärger hierdurch bekommen werden? Ist Ihnen klar, dass Sie gerade auf einem Schleudersitz Platz genommen haben? Was wollen Sie? Jagen Sie das Hotel in die Luft. Es gibt nichts, was Sie mir wegnehmen könnten. Ich will Ihnen gar nichts wegnehmen. Aber es gibt da etwas, das Sie für mich machen können. Sie werden sich eine Kapuze über den Kopf stülpen. Und das macht jeder Ihrer Männer auch. Und dann werden Sie alle so das Hotel verlassen. Die Journalisten können, wenn Sie die Hoteltreppe heruntergehen, Fotos von Ihnen machen. Mehr will ich nicht. Und ich verspreche Ihnen, dass ich Ihnen dann das Grand Harrelton zurückgebe. Danach verschwinden wir. Und diese Kapuzen, sind das dieselben, die ich Ihren Soldaten überziehen ließ? Besser, Sie setzen sie jetzt auf, solange Sie noch dazu imstande sind. Wenn nicht, wird man sie in einem Sarg raustragen. Wie gefällt Ihnen das? Ja, in Ordnung. Türke, ich lebe jetzt seit 15 Jahren in dieser Gegend. Ich kenne die Türken sehr gut. Sie haben ihren Glauben, sie haben ihre eigenen Regeln, ihre Traditionen, ihre stabilen Verhältnisse. Politisch gesehen, denke ich, wenn etwas geschehen soll, was sie sich in den Kopf setzen, dann wird das auch passieren. So ist es doch, oder? Es ist kein Geheimnis, dass wir uns nicht verstehen. Und ehrlich gesagt sind uns ihre politischen Ziele scheißegal. All diese Dinge haben sie nicht beleidigt, aber die Kapuzen. Ich weiß, was sie beleidigt. Die Vereinigten Staaten bezahlen alles für euch und das seit über 50 Jahren.
Für eure Unterhosen schicken wir euch die Gummibänder. Warum könnt ihr sie nicht selbst herstellen? Mit dem Geld, das wir euch geschickt haben, bekämpft ihr euch gegenseitig, bestehlt euch und verlangt immer mehr. Mit all den Waffen, die ihr von uns bekommen habt, führt ihr Kriege. Aber ihr wollt mit uns falschen, wenn ihr uns Truppen zur Verfügung stellt. Und dann wollt ihr immer noch mehr Geld. Erinnert ihr euch nicht mehr, wie ihr gebettelt habt, damit wir euch vor den Kommunisten beschützen? Was kann euch noch beleidigen? Wir brauchen euch nicht mehr. Ich bin weder Führer einer politischen Partei, noch Diplomat oder Soldat. Ich bin Türke, wie Sie sehr richtig bemerkt haben. Ich hasse oberflächliche Leute wie Sie, die mein Volk erniedrigen, indem sie ihnen Kapuzen überstülpen. Und jetzt halten Sie den Mund und setzen Sie sie auf. Gut. Überlegen Sie nicht! Jagen Sie das Hotel in die Luft! Von mir aus, tun Sie's! Wenn Sie meinen Wagen in die Luft sprengen, dann spreng ich Ihren in die Luft! Sekunde. Einen Moment. Tja. Sehen Sie. Jeder hat einen wunden Punkt. Sie haben meinen getroffen, indem Sie mir die Kapuze ins Gesicht geschleudert haben. Das war nicht sehr nett. Ich bin sicher, dass ich jetzt Ihren treffe. Bringt sie rein. Sie sind ein widerlicher Bastard. Nein, ich liebe Kinder. Wissen Sie warum? Weil ich verhindere, dass die Kinder sterben. Ich sorge dafür, dass sie aufwachsen und glücklich werden. Wie die anderen auch. Manchmal stelle ich mir vor, wie die Welt aussehe, wenn wir alle Kinder, bevor sie groß wären, töten würden. Was glauben Sie? Was ist das für eine Frage? Ihnen ist doch egal, wie viele Kinder draufgehen, wenn Sie diese hierher bringen lassen. Und jetzt erwarten Sie, dass ich wegen der Kinder aufgebe. Ich werde Ihnen was sagen. Ich werde Sie nicht töten. Ich werde Sie auch nicht benutzen. Ich sage Ihnen auch wieso. Weil ich sonst keinen Unterschied zwischen Ihnen und mir sehen würde. Ich sage Ihnen, was der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist. Sie würden keinen Ihrer 11 Leute dafür opfern, dass in Ihrem gelobten Land Gerechtigkeit herrscht. Ich würde 11.000 Männer opfern, wenn es nötig wäre. Sie können diese 30 Kinder nicht aufgeben wegen ihrer Gefühle. Wenn es der Sache dienen würde, könnte ich jedes einzelne von ihnen umbringen. Ich töte jeden, der gegen den Frieden ist. Ich, im Gegensatz zu ihnen, habe hier eine Aufgabe. Ich bin ein von Gott geschickter Friedensstifter. Glauben Sie mir, ich liebe den Frieden. Ich verabscheue Menschen wie Sie. Wollen Sie den Knopf jetzt wirklich drücken? Sie haben gewonnen. Wir werden uns wiedersehen. Geht es euch gut, Kinder? Was suchen Sie unter meinem Stuhl? Wir müssen die Kinder rausbringen. Wenn Sie das bitte veranlassen, es sieht so aus, als wenn es noch eine Weile dauert. Wollt ihr nach Hause, Kinder? Ich glaube, Sie wollen noch bleiben. Hey, helfen Sie mir, den Tisch etwas wegzuschieben? Ich glaub's nicht. Doch, er hat gesagt, er wurde von Gott geschickt. Das ist vollkommen verrückt.
genau. Das war großartig. Hört mal zu! Sofort ausziehen! Ich will, dass alle in einer Minute ausgezogen sind! Sofort! Willkommen in der Hölle! Ihr kommt hier nicht mehr lebend raus! Ihr schmort hier bis in alle Ewigkeit, ihr widerlichen Bastarde! Ihr werdet hier für alles bezahlen! Und wofür werdet ihr bezahlen? Tja, ihr Arschlöcher, das hättet ihr euch überlegen sollen, bevor ihr Terroristen geworden seid! Albukum et Jahannam! Malkum mabbar ihnana! Rachtastirgun ya wildul kahbal al-abad! Ihnana ma'udkum shigar al-alam! Turidum alamkum tqif? Ma'ala sabi arhabiyu! Hatten Sie keine Probleme. Ich mache mir Sorgen um Sie. Hoffentlich hat Abdullah keinen Fehler gemacht. Allah, bitte vergiss mich nicht und denk an unsere Freunde. Hat alles geklappt? Ja, hat es. Ich hoffe, du warst diesmal nicht so ungeschickt wie letztes Mal. Ach, hör auf damit. Sheikh Alis. Ich will nicht sterben. Ich will kämpfen. Sana Razay, nur Allahs Wille ist wichtig, nicht deiner. All diejenigen, die an Allah glauben, verlieren nichts, wenn sie sterben. Du weißt, solange man am Leben ist, bleibt die Zukunft für einen wie uns ungewiss. Du kannst jetzt nur für die anderen flehen. Diese Gebete werden als Barmherzigkeit Allahs zu dir zurückkommen. Layla? Allah ist Zeuge all dessen, was passiert ist. Wenn sie mich doch auch getötet hätten. Steh auf, meine Tochter. Steh auf. Du widerlicher Kannibale! Du küsst gleich den Arsch der anderen! Heul hier nicht die ganze Nacht herum! Beweg dich! Los, komm! Nein! Nein! Los, ausziehen! Nein. Aber schnell! Nein! Ja, ich bin nicht.
Das ist ja nicht zu glauben. Mein Ehemann starb, weil es Allahs Wille war. Meinetwegen soll Allah mich verdammen, wenn ich um ihn nur eine einzige Träne weine. Wieso haben Sie Ali getötet? Wieso ihn? Wieso hat Allah das zugelassen? Ich schwöre, dass ich mit einem Sprengstoffgürtel auf Sie zugehen werde, um Sie alle umzubringen. Diese Mörder haben es verdient. Ich kann nicht anders. Sie haben mein Leben zerstört. Papa, versuch doch, mich zu verstehen und lass sie mich umbringen. Leila, wie kannst du nur denken, dass ich so einer Aktion zustimmen würde? Wie kommst du darauf? Wie könnte jemand, der sich für den Weg Allahs und den Islam entschieden hat, wie du, sich so etwas wünschen? Ich verstehe, ja, aber was könnte ich denn sonst tun? Leila, meine Tochter, sich dazu zu entschließen, zur Selbstmordattentäterin zu werden, heißt, sich in zweierlei Hinsicht gegen Allahs Willen zu stellen. Das würde erstens bedeuten, dass du dich aufgegeben hast und Selbstmord begehst. Und außerdem würdest du damit das Risiko eingehen, zusammen mit deinen Feinden unschuldige Menschen zu opfern. Das darfst du nicht, Leila. Wie viele Unschuldige werden sterben, wenn du dich in die Luft sprengst? Das Töten Unschuldiger kommt dem Töten der gesamten Menschheit gleich. Die Leute, die den Muslimen derartige Ideen einreden und sie zu Selbstmordattentätern machen, sind diejenigen, die Hassan Isabachs Grausamkeiten wieder zum Leben erwecken. Es ist im Gegensatz zum Guten das Böse. Ich kann deine Trauer sehr gut mitfühlen. Trotzdem macht es mich traurig zu sehen, dass du den Wunsch hast, eine Selbstmordattentäterin zu werden. Eine von denen, die die Welt glauben lassen, dass alle Muslime Terroristen sind. Vergiss nie, dass Allah nicht hilflos ist, mein Kind. Unsere Ohnmacht und Schwäche sind Zeichen unserer Abweichungen vom Koran und vom Wege des Propheten. Und das macht uns deutlich, dass wir noch nicht so weit sind, um mit diesen Problemen umgehen zu können. Jeder Selbstmordanschlag verstärkt diese Hilflosigkeit. Und deswegen gefällt es unseren Feinden, dass Aktionen dieser Art immer mehr zunehmen. Es ist einfach falsch, zu glauben, dass diese Anschläge irgendetwas bewirken. Bei jedem Anschlag sterben viele Unschuldige. Um überleben zu können in dieser Zeit, kann unsere Hoffnung nur Allah sein. Wir müssen an Allahs Weg festhalten, um eines Tages erlöst zu werden. Salam alaikum. Schön, euch zu sehen. Hassanaga, das hier sind meine Freunde Polat und Memati. Freut mich, euch kennenzulernen. Und das ist Abdullay. Er ist bei einer türkischen Spezialeinheit. Er hatte auch viele Einsätze außerhalb des Landes. Sein letzter Auftrag war, einen Teil der türkischen Mafia hochgehen zu lassen. Der Typ hat's gemacht. Er ist gut ausgebildet. Man darf ihn nicht unterschätzen. Und die anderen? Sie sind auch Mitglieder der Spezialeinheit. Arbeiten die drei für die Regierung? Offiziell? Natürlich nicht offiziell. Was wollen diese Typen? Sie gaben die Berge den Kurden und die Wüste den Arabern. Und für sich selbst behielten sie das Öl.
Und uns Türken haben die Amerikaner vergessen. Das war heute ein Reinfall. Er lässt nicht mal zu, dass wir Türken uns mit den Kurden oder Arabern treffen. Alles läuft nur unter seiner Aufsicht ab. Steht in nächster Zeit ein Treffen an? Ja. Und wo? Auf dem Bazar. Eigentlich bin ich ein ganz humaner Typ. Ich bin hier, um Leben zu retten. Du bist hier, um dich selbst zu retten. Du bringst mich noch dazu, einen Bericht an meinen Vorgesetzten zu schreiben. Du bist mein Freund und das sollten wir nicht vergessen, solange wir hier in der Wüste sind. Ich bin da raus. Ich mach da nicht mehr mit, mein Freund. Ich riskiere meinen Arsch für deine Sicherheit. Ich hetze Kurden, Türken und Araber aufeinander. Und du regst dich wegen ein paar Nieren auf? Du machst wohl Witze. Sam, wie kannst du nur so egoistisch sein? Hör auf, mich zu quälen. Bist du wahnsinnig geworden? Weißt du eigentlich, wie gestresst ich bin? Kannst du dir das vorstellen? Warum nervst du mich ständig mit solchen Banalitäten? Alles, was ich möchte, ist, dass die Patienten gut behandelt werden. Ich brauche sie. Es ist mir völlig egal, wen ihr umbringt, warum ihr sie tötet und wie viele es sind. Das spielt keine Rolle für mich. Aber wenn ihr mir schon Menschen bringt, dann sollten die Leute noch leben. Organe kann man nur von lebenden Menschen entnehmen. Hörst du, die Leute sollten noch leben? In Ordnung, reg dich ab. Ich hab dich verstanden, okay? Irgendwann musst du auch wieder rauskommen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich hörte, Sie sind eben erst angekommen. Ja, stimmt. Ich gehe davon aus, dass Sie die Bombenleger gefasst haben. Leider noch nicht, Sir. Aber wir gehen jedem noch so kleinen Hinweis nach. Ich wiederhole mich gern. Ich träume jede Nacht von einem geeinten, friedlichen Irak. Und dass sie eine stabile Regierung haben, die dafür sorgt, dass sie alle gleichberechtigt in Frieden leben können. Solange sie weiterhin Allianzen mit der türkischen Regierung eingehen und sie Verbindungen zu der arabischen Welt haben, und das gilt natürlich auch für die Kurden, falls sie versuchen, einen unabhängigen Staat zu gründen, wird es keinen Frieden geben. Meine Herren, ich würde Ihnen dringend raten, einen Kompromiss zu finden. Kann ich bitte eine kalte Orangenlimonade bekommen? Aber sie behandeln uns nicht wie Gleichberechtigte. Wir sind schuldig, weil bei uns ein Saddam regierte. Für sie sind wir alle Terroristen. Warum wurden die vielen Leute auf der Hochzeit behandelt wie Terroristen? Nur weil sie ein paar Mal in die Luft geschossen haben? Nein, weil bei ihnen immer noch Terroristen und Selbstmordattentäter leben. Thank you.
So. Sagen Sie mir Ihre Probleme. Ich sehe zu, ob ich sie lösen kann. Unsere kleinen Dörfer werden immer leerer, weil man die Bewohner zwingt, wegzuziehen. Man hat die Leute mit zweifelhaften Methoden gezwungen, ihren Wohnort zu verlassen. Man hat versucht, sie mit Gewalt loszuwerden. Und nicht nur uns, auch arabische Dörfer wurden einfach evakuiert. Einfach so. Ist das wirklich wahr, Abu Tariq? Unglücklicherweise ja. Und es gibt nur einen Grund dafür. Das Öl. Mit der Macht, die durch Öl entsteht, kann die arabische Welt ein gleichberechtigter Partner sein. Das Öl ist der wichtigste Schatz unserer Länder und gibt uns Macht. Haben wir denn kein Recht darauf? Natürlich stelle ich Ihre Rechte nicht in Frage. Aber zuerst muss für Sicherheit gesorgt werden und dann kann man sich auf die wirtschaftlichen Interessen konzentrieren. Ich meine, ohne vorher für Stabilität gesorgt zu haben, wollen Sie Wohlstand? Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Auch gut. Gut, dann kommen wir jetzt zu den konkreten Forderungen, wenn Sie wollen. Es gibt eine Menge unschuldiger Araber, die entweder eingesperrt oder von der Polizei verhaftet wurden, weil man ihnen den Kontakt zu terroristischen Organisationen unterstellt. Viele Familien haben aus diesen Gründen ihre Geschäfte verloren. Um diese Sache kümmere ich mich persönlich. Unsere Forderungen lauten: Die Familien, die aus ihren kleinen Dörfern ohne Grund vertrieben wurden, dürfen zurückkehren. Ihre Kirche muss aufhören, uns wie Minderheiten zu behandeln. Gut, ich werde mich um die Rückführung der Familien kümmern. Wenn Probleme entstehen sollten, werde ich persönlich dafür sorgen, dass da nichts schiefgehen kann. Wir brauchen mehr finanzielle Mittel für Sicherheit und Stabilität. Und mehr Architekten und Ingenieure für die Entwicklung dieser Region. Dafür gibt es eigens einen Angestellten der Regierung, der es seit 20 Jahren nicht schafft, diese Forderungen aus dem Kurdischen zu übersetzen. Wohin gehst du? Lass mich in Ruhe. Ich bitte dich, tu das nicht, Abu. Leila, bitte verschwinde von hier. Ich flehe dich an, bitte lass es. Meine Herren, ich danke Ihnen vielmals. Es war ein köstliches Essen. Kann ich mit Ihnen einen Moment vertraulich unter vier Augen sprechen? Ja, natürlich. Sie können mit mir über alles sprechen. Thank you.
verdammte Scheiße. Wir müssen weg! Ich hab ihn! Geh da rein. Das tut jetzt ein bisschen weh. Aber durch den Anschlag wirst du noch berühmter. Ach ja, Doc. Du Hellseher. So. Wenn man sich überlegt, welches Leben die hier führen. Leute sprengen sich in die Luft, weil sie glauben, ihr Glück und ein besseres Leben auf der anderen Seite zu finden. Ich verstehe Sie. Wenn man vom Himmel träumt, kann man nicht die Gnade von Jesus Christus erwarten. Ich komme nicht in den Himmel, aber du schon. Findest du das gerecht? Als Jesus die Welt verlassen hat, überließ er sie uns. Und wir wurden von ihm auserwählt. Du wirst auch in den Himmel kommen. Aha. Okay, ich habe keine Einwände. Aber meine Leute sind die einzigen Menschen, die auch an Gott gezweifelt haben. Und vielleicht deshalb verhinderte er, dass wir die Auserwählten sind. Was wird das für unseren Tod bedeuten? Mehr Ruhm. Sir, einer von Alemdas Männern wurde am Ort des Anschlags gesehen. Er verkleidet sich als Bodyguard. Bringen Sie mir Hassan Aga hierher. Ja, Sir. War jemand hier? Nein, niemand. Wie geht es Hassan Aga? Er ist unverletzt, sie haben ihn aber trotzdem ins Krankenhaus gebracht. Wer war der Selbstmordattentäter? Keine Ahnung. Versuch es rauszukriegen. Bitte. Halt! Warten Sie hier. Bitte erzähle nichts, was ich nicht auch schon erzählt habe. Verstehe. Hassan. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen. Wollten Sie mir sagen,
Also, Sam, eine Bombe wird in ein paar Sekunden hier hochgehen. Oder wollten Sie mir sagen, dass ein Mann, ein Türke, auf euch Amerikaner schießen wird, nachdem die Bombe explodiert war? Was wollten Sie? Wo seid ihr gewesen? Wir sind einen Umweg gegangen. Wir sind hier nicht mehr sicher. Wir suchen uns was anderes. Und Hassan? Wir waren doch alle dort. Saßen im Restaurant. Wir waren zusammen. Das Leben jedes Einzelnen von uns war in Gefahr. Hassan, ich bin enttäuscht und frage Sie jetzt das letzte Mal. Wo ist Polat Alemda? Polat Alemda? Wo ist Polat Alemda? Aussteigen, Tempo! Jeder auf seine Position! Tempo, Tempo! Los! Es darf keiner entkommen. Los, Rieber, beeilt euch! Die anderen nimmt das aus! Kommen wir hier wieder raus, Pollard? Das weiß ich noch nicht. Denkt an eure Handgranaten. Es leben Menschen in diesen Häusern. Habe ich gesagt, dass ihr Häuser in die Luft jagen sollt? Wir haben Ihre Spur verloren, Sir. Durchsucht jedes Haus. Okay, Sir. Ihr auch. Uns doch in keine Falle, oder? Und wenn, dann werden wir eben kämpfen.
Los, los, los! Geht in Deckung! Ich gehe voraus. Kann ich Ihnen helfen? Verstecken Sie jemanden in Ihrem Haus? Hier ist niemand außer meiner Großmutter und mir. Wo ist Ihr Ehemann? Im Himmel. Wissen Sie, was die arabischen Männer wirklich tötet? Nein. Was? Ihre Frauen. Hier sind sie nicht! Los, komm! Hauen wir ab. Zur Hölle, ihr Amerikaner. Sie sind weg, kommt drauf. Wie ist Ihr Name? Wieso ist das denn wichtig? Ich wüsste gern den Namen des Menschen, dem ich mein Leben verdanke. Das war doch selbstverständlich, dass ich geholfen habe. Du hast uns das Leben gerettet. Du warst sehr gastfreundlich zu uns. Und wir haben uns bei dir sehr wohl gefühlt. Aber jetzt müssen wir gehen. Die Amerikaner sind hier überall. Ihr müsst noch ein bisschen warten. Wenn wir warten, bis die Amerikaner das Land verlassen, werden wir alt und grau, Leila. Wir müssen an Informationen von draußen kommen. Und ich weiß, wo wir sie kriegen. Welche Informationen braucht ihr denn? Lasst mich euch helfen. Nein, das kannst du nicht. Vielleicht Abdullah. Aber den werden sie erkennen. Hier kommt das Essen. Wenn du und Erhan nach draußen gehen, könnt ihr euch doch frei bewegen. Lieber Gott, manchmal kann es sein, dass ich mich dir widersetze, weil du mich nicht an deiner Seite sein lässt. Die Aufgaben, die du mir gestellt hast, konnte ich noch nicht erfüllen. Gelobt sei der Herr, der seine Gefühle unter Kontrolle hat. Gelobt sei Jesus Christus, unser Herr. Segne die Söhne der gegangenen Helden und der Helden, die noch kommen werden.
und mach, dass sie keinen Schaden nehmen und geleite uns immerzu auf all unseren Wegen. Das sind die Opfer, um die ich dich bitte. Den Schutz unseres Herrn und den Frieden für die Welt. O Gott, ich werde versuchen, meine Verpflichtungen zu erfüllen mit all der Kraft, die ich habe. Diese Welt wurde erschaffen, damit ich dir meine Ergebenheit durch gute Taten beweisen kann, bevor du auf diese Welt zurückkommen wirst. Und damit die nächste Generation die Möglichkeit hat, ihre Helden zu verehren, werden wir ein Königreich Gottes schaffen, das sie für immer achten und lobpreisen werden. Als der heilige Petrus Rom verließ, fragtest du ihn: Quo vadis, wohin gehst du? Nach Babylon, in meine Heimat, mein Vaterland. Warum fragst du mich, wohin ich gehe? Ich werde hier in diesem Land sterben. Mein Blut wird über dieses Land strömen. Mein Blut wird so lange fließen, bis die Zeit gekommen ist, dass du hierher zurückkehrst und das gelobte Land unser sein wird. Wenn uns das gelobte Land gehören wird, wird es Frieden geben und der Friedensstifter wird ein Kind Gottes sein. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Eigentlich dürfte ich darüber gar nicht sprechen. Aber ich habe eine Überraschung vorbereitet. Wir wollen nicht vergessen, was Mr. Marshall für dieses Land getan hat. Und für uns. Wir Iraker haben großes Vertrauen und haben unser Geschick in die Hände von Mr. Marshall gelegt. Unser schrecklicher Präsident war unser Vertrauen nicht wert. Mr. Marshall. Bitte nennen Sie mich Sam, ich bitte Sie. Okay. Sam, ich würde Ihnen gern einen Flügel schenken, aber leider ist er noch auf dem Zug. Er wird von Saddams Palast hierher gebracht. Speziell für Sie, aus Dankbarkeit und im Namen aller Iraker. Danke, danke, ich danke Ihnen vielmals. Danke, ich fühle mich sehr geehrt. Es ist eine große Ehre. Vielen Dank. Oh, wirklich schön. Nochmals, vielen, vielen Dank. Das war wirklich Saddams Flügel? Ja. Lassen wir hier noch ein Foto machen. Wir haben deine Rufe erhört und folgen ihnen. Allah, du wirst immer siegreich sein. Egal wie die Lage auch scheint, wer immer auch die Sieger oder die Verlierer sind, du bist der einzig Siegreiche und der einzige Herrscher über alles und alle. Allah, du bist derjenige, der sogar unseren Propheten Mohammed besiegt hat. Du bist nie grausam. Wir glauben an dich und deine Gnade. Ja, wir haben uns selbst gequält, weil wir deinem Wege nicht folgten und aufbrachen, um unser eigenes Heil zu finden, was uns am Ende nur Leid und Unterdrückung einbrachte. Wir haben angefangen, grausam zueinander zu sein, und jetzt werden wir von unserem Feind unterdrückt. Allah, befreie uns von unseren Unterdrückern und nimm uns unseren Zorn. Wir waren dumm, wurden zu Sündern, dann zu Gefangenen und am Ende zu Besiegten. Weder der Koran noch die Sunna haben uns die Augen geöffnet. Deshalb wurden wir geweckt von den Angriffen unserer Feinde. Bitte gib uns jetzt die Kraft, die wir brauchen, um uns dieser Bedrohung widersetzen zu können. Und verleihe uns die Stärke der Geduld und der Ausdauer. Im Gedenken an unseren gepriesenen Propheten, der uns den Islam, die Religion des Friedens, bescherte, mach, dass wir seine Lehre und Moral, die er uns schenkte,
nicht preisgeben. Und sie auch in den Zeiten nicht vergessen, in denen wir gezwungen sind zu kämpfen. Sagt, dass wir Gäste haben werden. Du darfst hier nicht sitzen. Hier ist es nicht sicher. Wenn dich jemand sieht, könntest du getötet werden. Ich fühle mich schuldig. Er unterdrückt die armen Menschen. Und ich kann nichts dagegen tun. Sam ist ein ekelhafter Sadist. Die Unterdrückung hat nichts mit dir zu tun. Niemand wünscht sich seinen Tod mehr als ich. Aber wir können nichts tun. Wir müssen einfach Geduld haben. Wo hast du gelernt, so geduldig zu sein? Ich lernte, dass man Geduld haben muss, um zu überleben. Und man muss auch über seinen Schatten springen können. Schatten? Sheikh Ahman Alis Erkuki. Er hat mich aufgezogen. Deine Mutter? Dein Vater? Ich habe meinen Vater nie gesehen. An meine Mutter kann ich mich nicht erinnern. Ich war noch sehr klein, als sie starb. Der Sheikh hat sich um mich gekümmert. Wie er es mit allen Flüchtlingen und Waisen getan hat.
Was war der größte Wunsch deines Lebens, Layla? Seitdem ich klein war, gab es nur einen Traum. Ich wollte heiraten, ein ganz normales Leben führen. Hier in meinem Land. Und nur glücklich und zufrieden sein. Und jetzt? Das Einzige, woran ich denken kann, ist, mein Dolch ins Herz dieses Verbrechers zu rammen. Denn nur so kann ich herausfinden, ob er ein Herz hat oder nicht. Das würde mir Frieden bringen. Wenn ich dich davon abhalte, dir diesen Wunsch zu erfüllen, wärst du dann böse auf mich? Ich bin noch nie auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Wenn er langsamer wird, springen wir auf. Das ist gar nicht so schwer. Hoffentlich passt niemand auf den dämlichen Flügel auf. Und wenn, dann müssen wir ihn erschießen. Und wenn den Schuss jemand hört? Dann werfen wir ihn aus dem Zug und erschießen ihn nicht. Nein, das geht auch nicht. Sie würden es bemerken. Hoffentlich passt keiner auf das Ding auf. Inshallah. Wir können nur hoffen. Er kommt. Ahmed, die Leute sollen sich ausruhen. Falls etwas passieren sollte, weißt du, wo du mich findest. Sei bitte freundlich und hilf den armen Menschen. Es ist mein Zuhause genauso wie ihres. Ich hab sie verstanden. Und vergiss nicht, Ahmed. Geduld bedeutet nicht, sich zu beugen, sondern zu kämpfen. Das mit dem Scheik sehe ich mir nicht mehr lange an. Alle Türken rennen hin, die Araber laufen hin und wer sind die besten Freunde? Die Kurden. Wer verdammt nochmal ist dieser Mann? Er ist ein direkter Nachfahre des Propheten. Jeder von uns respektiert ihn. Es ist mir egal, von wem er abstammt. Solange er Dinge macht, die mir nicht gefallen, ist er der Anführer von Terroristen. Bitte sagen Sie so etwas nicht, Sir. Er ist bekannt für seine Barmherzigkeit. Er hilft allen. Er kümmert sich um die Waisen, die Witwen, die Arbeitslosen, die Hilfsbedürftigen. Dieser Mann ist alles, nur kein Terrorist. Wenn der Scheik so großartig ist, wie Sie behaupten, sollte er Präsident des Irak werden. Jahrelang sagte ich Ihnen, dass dieser Mann gefährlich ist. Sie haben mir einfach nicht zugehört. Sie werden sich jetzt entscheiden müssen zwischen uns beiden. Was zahlt er Ihnen? Ich erhalte von niemandem Geld, Sam, von niemandem. Morgen werden Ihre Männer den Scheik festnehmen. Ja, Sir. Ich bringe den Scheik nicht ins Gefängnis. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie das wiederholen? Mein Vater, mein Großvater, sogar der Großvater meines Großvaters.
Wir alle sind in diesem Dorf zusammen groß geworden. Er hat uns vor den Schlechtern Saddams gerettet. Ich kann einfach keine Waffe gegen ihn erheben. Ich wäre wie in Trance. Wie in Trance? Dieser Mann ist also ein Magier. Nein. Nein, Sam. Sie wissen gar nichts über ihn. Ich weiß genug. Ich glaube, wir können das Gespräch beenden. Wir möchten, dass jedermann sehen kann, was im Irak am Ende mit den amerikanischen Besatzern geschehen wird. Wenn die Amerikaner, Briten und Juden nicht endlich aus dem Irak verschwinden, werden wir sie alle, einen nach dem anderen, enthaupten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was hat das zu bedeuten? Hä? Wen macht ihr nach? Wen? Ihr seid kein bisschen besser als diese kranken Amerikaner. Unser Prophet hat uns nie gelehrt, solche Dinge zu tun. Also von wem habt ihr das gelernt, hm? Der Mann ist ein Handlanger, dieser Mörder. Er ist Journalist, er ist nicht unschuldig. Jetzt reicht's. Wie kannst du es wagen? Nur Allah weiß, wer unschuldig ist und wer nicht. Vielleicht ist er wirklich grausam. Vielleicht ist er auch nur ein elender Lügner. Wenn er euch köpfen würde, könnte es sogar passieren, dass er schreibt, Muslime schlachten sich gegenseitig ab, während er mit großer Freude Fotos von euch macht. Ich will solche Taten nicht sehen. Diese entsetzlichen Grausamkeiten helfen niemandem weiter. Verstanden? Los! Stehen Sie auf! Halten Sie! Halten Sie! Enthaupten Sie ihn. Schlagen Sie ihm den Kopf ab! Tun Sie das, was Ihnen Ihr Herz rät! Tun Sie's! Ich bin nur Journalist. Verstehen Sie? Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen von Herzen. Das ist das Kitschigste, das ich je gesehen habe. Mal hören, wie Saddams Flügel klingt.
Diese Bastarde. Was zum Teufel ist hier los? Könnt ihr mit diesem verdammten Lärm nicht aufhören? Macht später weiter. Vielen Dank. Ich versuche daran zu arbeiten. Kinder, hört auf, Fußball zu spielen. Heute ist ein Feiertag für uns. Kommt her, kommt her. Das müsst ihr euch ansehen. Das Haus hat den Mörder begraben. Sam Marshalls Haus ist explodiert. Ich danke Allah. Glaubst du, was sie sagt? Es wäre schön, wenn es stimmt. Dann hat der Plan funktioniert. Du musst weggehen von hier. Ich werde hier nicht weggehen. Jetzt ist er endlich tot. Es kann mir nichts mehr passieren. Oder kann sein böser Geist mich umbringen? Layla, es hat eben erst begonnen. Es wird früher oder später ein Neuer kommen. Und der könnte herausfinden, dass du mit uns Kontakt hattest. Wie kann er das herausfinden? Layla, es könnte dich jemand zusammen mit Erhan gesehen haben. Hey, 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 ihr sitzt hier immer noch herum, während die Kinder draußen singen. Die Türkei ist stolz auf uns. Weiß ich auch. Aber ich will nicht singen. Du kannst auch nicht singen. Wärst du beim Sheikh sicher? Wieso? Ich frage den Nachbarn, ob sie es schon wissen. Warten Sie einen Moment. Abdullah. Wir müssen sicher sein, dass er umgekommen ist. Verkleide dich, geh in die Stadt und besorg uns einen Wagen. Seid ihr Türken? Ich will wissen, ob ihr Türken seid! Erhan, bring unsere Sachen rein. Mach ich. Ist es so schlimm? Sehen wir uns beim Morgengebet? Selbstverständlich. Okay. Ich wasche mich nur schnell da drüben. Ist gut. Salam alaikum. Alaikum selam. Woher kommen Sie? Aus der Stadt. Inshallah. Wo ist Ihre Familie? In der Türkei. Türkei? Inshallah. Like that.
du eigentlich zu? Er sagt, Allah ist groß und dass wir noch eine lange Reise bis Istanbul vor uns haben. Meine Frau ist tot und ich werde immer älter. Dann sollten wir sie mit einer türkischen Frau verheiraten. Das würde unser Scheik nicht erlauben. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Peko Hussein. Nur Allah weiß, wer wann sterben wird. Vorrat! Nehmt die Tasche und steigt aus dem Wagen! Wir werden dieses Dorf dem Erdboden gleich machen. Ist das klar? Ja, Sir! Rennt! Ist alles okay? Es geht schon. Abdullah? Halte die Stellung. Passt auf. In Ordnung. Scheiße. Raus aus dem Wagen, Sir! Jeden im Dorf. Er ist noch am Leben. Moment. Erhan, du wirst Leila beschützen. Mach ich. Da ist er. Verletzt? Halb so wild. Das ist alles nur wegen der Kurden. Welcher Kurden? Wegen der Kurden eben. Ich bin auch Kurde. Du bist anders, Abdullah.
Du willst doch in dieser Situation nicht streiten. Ein bisschen Geduld, Dante. Etwas Geduld. Die Sache hier geht mir auf die Nerven. Verdammt, könnt ihr nicht warten, bis ihr dran seid? Ich glaube, sie haben uns umzingelt. Ich werde mich mal hinten umsehen. Abdullah! Leila! Hast du große Schmerzen, Erhan? Es geht so. Es ist auszuhalten. Verdammte Scheiße. Ah!
Du kannst mich nicht besiegen. Mm-hmm.